Wenn Sie was trinken möchten, darf ich Sie einladen. Wenn es alkoholfrei ist. Das ist auf dieser Seite. Auf der linken Seite. Natürlich. Das ist der Schuster. So ja, kann man das auch. Der Schuster, genau. Und das sind die Leisten. Das so ist das. Deswegen Schuster, bleib bei deinen Leisten. Halt was. Das ist ein Rochen, dieser Schuh. Ein Rochen? Jawohl. Sind das 30 Maße, die man messen muss. Das war jetzt eine Herausforderung für uns zu sagen, ja, wir brauchen das aber idealerweise dreidimensional und dass man das auch möglicherweise dann noch im Nachgang vermessen kann, auch Fußveränderungen feststellen kann. Ich finde, er sieht totschick aus. Ja. Zu sagen, wir wollen von Nordhausen auch Produkte anbieten, die aus der ganzen Welt auch bestellt werden, da kann ich Ihnen nur wirklich viel, viel Kraft wünschen, damit Erfolg draus wird. Mit diesem Beginn dieses Projektes, was er ja gemeinsam mit Herrn Hinze hier gemacht hat, Herr Friedrich, erstmal feststellen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo will ich hin? Eine Vision sich entwickeln und dann Schritt um Schritt einfach gehen und die Digitalisierung anschieben und dann diese Instrumente, die es dazu gibt, mit einzusetzen. Am heutigen Ergebnis sehen wir, dass er absolut alles richtig gemacht hat. Er hat sich da einen Partner gesucht, der ihn auch immer mitgetragen hat, mit befeuert hat. Und ich denke, nur in der Kombination geht es auch, so ein Projekt erfolgreich zu machen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Also ich glaube, mehr Auflauf für einen rot-rot-grünen Schuh kann man wohl kaum bekommen. Es ist eine Anspielung natürlich auf unsere Koalition, klar. Aber ob ich im Alltag damit rumlaufen würde, da muss ich nochmal mit meiner Frau reden, weil da muss man dann farblich schon mutig sein. Aber ich habe eine ganze Reihe anderer wirklich toller Schuhe gesehen und sage einfach, es lohnt sich mal einen Blick drauf zu werfen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber noch keine Maßschuhe gehabt, weder Fußballschuhe noch solche Schuhe, aber das ist ein Thema für mich, absolut, was ich hier heute gesehen habe. Und was die Mädels und die Jungs hier geleistet haben oder leisten werden für die Zukunft, ist toll. Ich denke mal, der André hat das auch sehr gut gemacht mit seiner Präsentation. Und ich denke mal, wenn er so weitermacht, ja, dann werden wir noch viel von ihm hören. Im Kern geht es darum, dass die Digitalisierung insgesamt unser Leben gerade revolutioniert. Und zwar unabhängig davon, ob es dem Einzelnen gefällt oder nicht. Und das ist einfach die Aufgabe auch, sage ich mal, A von Verwaltung, B von den Verbänden, Unternehmerverband, so zum Beispiel, da zu informieren und zu sagen, wir werden in keinem Bereich zukünftig ohne diese Digitalisierung drumherum kommen. Ne? Und das ist ganz wichtig. Wie schwer ist das für Kleinunternehmer, Finanzierung von Digitalisierung zu realisieren? Im Existenzgründungsbereich ist es nicht ganz so einfach. Wenn aber ein Unternehmen schon am Markt ist und das länger als 3 Jahre, dann ist es für uns als Betreuer schon einfacher, weil wir da einiges auch in Eigenkompetenz entscheiden können. Entscheidend ist natürlich auch, dass der Breitbandausbau, die technischen Voraussetzungen auch, dass die natürlich auch da sind. Ne? Also wir treffen auf eine offene Unternehmerschaft, die auch gerne mit uns zusammenarbeitet und wir können an vielen Fällen dann mit gemeinsamen Projekten auch neue Themen erforschen. Es gibt eine ganze Reihe von Ideen, die da am Brodeln sind. Insofern ist so eine Hochschule auch immer ein Inkubator für Neues. Im Handwerksbereich, wo man ja wirklich sagt, die Handarbeit und die Kopfarbeit, die Erfahrung spielen eine große Rolle, das ersetzt die digitale Welt alles nicht. Aber viele Normalprozesse kann über eine digitale Form verbessert werden. Aber es bleibt dabei, der menschliche Faktor ist das Entscheidende. Das Fachwissen, das man hat, das Know-how, das man in sich trägt, das bedarf schon eines guten Handwerksbetriebes, eines guten Handwerksmeisters. Und Fredmax ist ein solcher Handwerksmeister? Beides zusammen. Also einmal die Neugier, in die digitale Welt zu gehen und gleichzeitig das eigene Gewerk zu achten und gut zu beherrschen. Und das, was ich heute gerade gesehen habe, die Kombination mit den Einlagen und der Handarbeit, das ist zwar ein teurer Spaß, aber es ist eben kein Spaß. Wenn man langfristig denkt, ist eine solche Investition auch eine gute Investition.
Ja, das nächste ist ja die Medizin-App, die sogenannte Diagnose-App, die jetzt ja an den Start kommt und natürlich Online-Shop. Ne? Ja, und da wünsche ich viel Glück unter fredmax-shop.de. Ja, da werden demnächst ja die Produkte zu sehen sein. Perfekt, danke.